Moin Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Das werdet ihr schon am Titel sehen. Ich werde auch diese Folge ein bisschen leiser reden und wenn es zwischendurch Cuts gibt, dann tut es mir leid. Und zwar wollte ich ja dieses Wochenende einen 48-Stunden-Stream machen. Von vornherein möchte ich erstmal sagen, Dankeschön an alle, die mir halt in der Zeit gefollowt haben auf Twitch. Da müsst ihr euch vorstellen, ich habe, glaube ich, insgesamt 16 Stunden oder so durchgehalten. Und dann wollte ich für 2-3 Stunden wollte ich eigentlich nur Pause machen. Nur leider ist dann das Ding gewesen, dass ich aufgewacht bin, hatte tierische Halsschmerzen. Es ist jetzt gerade 8:30 abends und ich kann mittlerweile wieder ein bisschen reden. Also meine Stimme hört sich zumindest nicht mehr ganz so kacke an. Ich glaube, die hört sich wieder recht normal an, aber deswegen habe ich jetzt gerade auch keine Facecam aus, weil ich sehe aus wie ausgeschissen. Das ist echt schlimm. Und deswegen wollte ich jetzt wenigstens heute ein kleines Video hochbringen. Ganz am Anfang wollte ich einmal sagen, vielen Dank an den lieben Saletex. Der hat mich nämlich gestern gradet und dadurch sind viele Leute dazugekommen. Ich habe bei Twitch angefangen mit 364 Followern und als ich vorhin nachgeguckt habe, waren es irgendwie 720. Und es kommen auch zwischenzeitlich immer noch mehr dazu. Also das hat noch gar nicht richtig aufgehört. Und naja, ich habe es am Anfang halt dann verbucht, dass das halt jetzt Leute sind, die halt inaktiv sein werden. Aber auch Stunden, nachdem dieser ganze Raid war, waren immer noch Leute von ihm da und haben mir auch tatsächlich weiter zugeschaut und haben mir gesagt, dass sie meinen Streamern sich wohl mögen würden. Und da freue ich mich drüber, dass mich dadurch jetzt andere Leute gefunden haben. Und der hat sogar ein Video darüber gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich werde das, wenn ich dran denke, unten verlinken, was da abgegangen ist. Könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Der hat das zwar nicht nötig, aber es ist auch ganz lustig, dass ich da mal meine Reaktion gesehen habe. Und selbst auf YouTube habe ich dadurch jetzt 30 Abonnenten dazu bekommen. Und ich finde das halt Hammer. Ich wollte einmal dafür Danke sagen und ich wollte mich echt dafür entschuldigen, dass ich den ganzen Stream jetzt abbrechen musste. Ich wollte das wirklich durchhalten. Und ja, dann mache ich auf. Jetzt habe ich auch noch Fieber dazu bekommen. Meine Stimme geht Gott sei Dank wieder. Aber ich habe eigentlich Kopfschmerzen wie Hulle. Aber ich wollte jetzt, wo ich wieder wenigstens reden kann, euch nicht einfach so dastehen lassen. Weil ich halt auch zum Beispiel jetzt in Celtics Video habe ich ja auch gesagt, dass ihr gerne vorbeischauen könnt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, beim nächsten Mal dabei zu sein. Das Problem ist ja halt, ich weiß, dass ich jetzt nicht weiter streamen kann. Das würde ich nicht durchhalten. Das wäre für euch nichts Lustiges. Ich würde mich dazu zwingen und das ist nicht Sinn der Sache. Ich werde vielleicht nächste Woche, wenn ich mich besser fühle, nochmal einen kleinen Stream machen. Aber bevor ich das nächste Mal so einen großen Stream mache, muss ich mich davor sozusagen eingewöhnen. Ich habe das halt zierisch unterschätzt und ja, scheiße, dass man dann krank wird. Und deswegen gilt dieses Video halt, wollte ich einmal Danke an euch alle sagen. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt und jetzt nicht alle gleich wieder auf Defollowen drückt. Und ja, es tut mir halt für die Leute leid, die sich jetzt darauf gefreut haben. Ich habe mich da selber tierisch drauf gefreut. Und jetzt so ein Kack. Aber ich wollte mich halt auch einmal bei den Leuten bedanken. Ich finde, das ist halt was Wichtiges. Und ja, dafür wollte ich halt dieses kleine Video nutzen. Und ich wollte dabei halt nicht nur so reden, deswegen springe ich dabei jetzt ein bisschen in der Map des Tages rum. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu blöd rüberkommt, dass ich einmal mal so ein Video mache. Es ist einfach so, ich fühle mich dadurch echt noch beschissener. Es war halt mein Ziel, hier meinen Urlaub zu nutzen und endlich mal wieder einen großen Stream rauszuhauen. Und ich habe mir jetzt gesagt, wenn ich das nächste Mal einen großen Stream mache, dann werde ich auch nicht alleine sein. Dann werde ich hier ein paar Leute zu Besuch haben. Das sollte sowas vorkommen. Und ich halt nur eine Pause brauche, dann jemand anders übernimmt. Weil ich glaube, alleine, das schafft kaum jemand. Aber so ist es jetzt halt gelaufen. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Dementsprechend bitte ich euch einfach nur, mir nicht zu böse zu sein und mich jetzt deswegen nicht kaputt zu haten. Weil davor habe ich so am meisten Angst, dass ich mir jetzt gleich meinen PC ausschalte, mir die Ruhe gönne und dann die nächsten Tage, wenn es mir wieder besser geht, meinen PC hochfahre und dann nur noch Hate-Kommentare sehe. Das möchte ich nicht, um ehrlich zu sein.
Und naja, es hatte das Einzige, was ich halt gemacht habe heute Morgen, ist dann auf Twitch, wenn man auf meinen Kanal geht, dann habe ich da ein Bild eingefügt, sozusagen mein Offline-Bild, wo halt drinne steht, dass es mir nicht gut geht. Und ich glaube, die wenigsten werden darauf klicken, die meisten werden sehen, wo es ist offline, warum das denn? Und ne, es ist halt leider so. Es ist jetzt so gelaufen, ich hätte ein bisschen besser vielleicht auf meine Gesundheit achten sollen. Aber, naja, was soll ich jetzt groß ändern, ne? Auf jeden Fall einmal nochmal zum Schluss. Vielen Dank an alle, die jetzt halt mir gefollowt haben. Dank an alle, die dranbleiben. Vielen Dank nochmal an Celtics, dass er mich geradet hat und dadurch ein paar Leute auch bei mir geblieben sind. Ein paar Leute zum Beispiel, die sind dann erstmal weggegangen wieder und kamen dann aber später wieder. Und mit denen habe ich dann echt noch gespielt und waren auch echt lustig drauf. Und darüber freue ich mich halt tierisch. Weil mir ging es halt nie darum, wirklich irgendwie Reichweite zu haben, sondern für mich war es halt wichtig, dass Leute lachen können. Und das gestern, die Zeit, die ich gestreamt habe, die fand ich echt schön. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Übrigens eine sehr schöne Map. Und ich hoffe halt einfach, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, es tut mir leid und danke, dass ihr gestern so toll dabei wart. Bis zum nächsten Video. Tschüss!